Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Ich habe den nächsten polnischen Energy Drink von der Firma Komodo. Und zwar habe ich hier Juicy Watermelon. Also bleibt dran. Ja, Juicy Watermelon. Saftige Dingenskirchen. Wassermelone. Ich liebe ja polnische Energy Drinks. Weil bisher haben sie eigentlich gut überzeugt, waren auch nicht allzu teuer, obwohl man sie natürlich importieren muss. Deswegen importiert der Pfand, ist am Start. Hier steht jetzt natürlich nicht genau hergeleitet, woher das kommt. Energie mit IE Getränk mit Wassermelonengeschmack. Eingereichert mit 250 Milliliter Vitamin. 250 Milliliter? Wie viel ist denn da drin dann? Da sind nur 250 insgesamt drin. Wie geht denn das? 0,4% Taurin. 0,032 Koffein, was auch die größte Menge ist, die es gibt. Also in Deutschland geht mehr nicht. Im Ausland ist das teilweise anders. Also ich habe das krasseste, was ich bisher hatte, war in Österreich ein Getränk mit 0,069 Milligramm. Das war so heftig. Boah. Den würde ich gerne mal wieder haben. Da war ich wirklich 3 Tage wach. Das wird, Nährwert. 55 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Und wir haben hier Ballaststoffe keine. Soizi Achquans. Niacin, bisschen was. Wo ist der Zucker? Wo ist der Zucker? Zucker. Ah, 13 Gramm auf 100. Naja, also es ist kein zuckerfreies Getränk. Ja, muss es aber auch nicht. Und bei Wassermelone finde ich, man kann da viel verkehrt machen. Ne? Good Brand seit 2018 oder von 2018. Also das Getränk wurde anscheinend schon prämiert 2018. Es ist vegan. Für alle, die auf so veganes Zeug stehen. Ich nicht. Ich bin nicht vegan. Also alle, die vegan sind und alle Nicht-Vegane hassen, ist nicht schade um euch. Wirklich nicht. Aber ich stelle auch oft vegane Getränke vor. Das mache ich sehr gerne. Na, bei mir kriegt jedes Getränk eine Chance. Komodo-Warane. Das sind mit die ältesten Tiere der Welt. Und also, dass man Energy Drink so nennt, das habe ich noch nie gesehen. Cool. Gefällt mir. Es klingt cool nach Dose. Was hatte ich neulich getestet? Noch gar nicht so lange her. Irgendwas mit Hasch war das. Ah ja, wilde Rose oder krasse Rose oder irgendwie Energy Drink. Guck mal rein, der ist cool. Es riecht. Also wenn ich nicht genau wissen würde, dass da Wassermelone draufsteht, würde ich sagen, so blind, würde ich sagen, es riecht nach Karamell. Ein Hauch nach Karamell, würde ich sagen. Also, schenken wir ein. Au. Oh. Also es sieht jetzt nicht sehr Wassermelonen-like aus. Da stelle ich mir schon ein bisschen was anderes vor. Es sieht nicht sehr nach Wassermelone aus, aber schöne Bubbles am Start, gefällt mir. Und was mir vor allen Dingen gefällt, ist die Gesamterscheinung der Dose. Hier dieses Rote und außen hast du die Wassermelonenschale. Das finde ich sehr gelungen. Daher würde ich sagen, vom Design her schon mal 5 Sterne. Im Übrigen, das ist keine Werbung. Ich habe mir das selber in einem polnischen Markt meines Vertrauens gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Aber der ist in... Wo war denn der? Irgendwo in Frankfurt. Ich glaube, in Ginnheim war das. Da müsst ihr mal hin. Das ist ein ganz kleiner Laden, aber sowas von herzlich und toll ist der. In Ginnheim. Frankfurt-Ginnheim. Müsst ihr mal hin. Ist richtig gut. Da könnt ihr gut einkaufen. Gibt auch polnische Sachen dort. Es gibt Gebäck dort. Es gibt
alles Mögliche gibt's dort. Auch diese Nudelsuppen gibt's dort. Diese Yum-Yums, aber polnisch. Wunderbar. Es gibt da Flatschki, es gibt Klopski, es gibt alles. Ist auch keine Werbung. Ich finde nur einfach, dass es da cool ist, deswegen erwähne ich es gerne. Na, wenn mir jemand sagt, ihr stellt es vor, ich gebe dir ein bisschen Knete dafür, ein Knete ist nicht verkehrt, dann mache ich das und dann kommt Werbung rein. Oder wenn ich das Ding gar geschenkt kriege, also nur dieses, ohne Geld, dann kommt auch Werbung rein. Habe ich mir vorgenommen. Jo. Also, Design 5 Sterne. Und das sieht eher aus wie so eine Art Vitamindrink, würde ich sagen. Gibt ja so Vitaminwasser. Und das riecht echt nach Karamell. Ich meine, ich habe keinen Corona oder so, ja. Aber nach Wassermelone. Es riecht nach Karamell. Oder nach Karamellkaffee. So einen leichten Kaffeeunterton, meine ich, rieche ich auch raus. Prost. Also, wie gesagt, bei Wassermelone kannst du sehr, sehr viel verkehrt machen. Es hat einen leichten Karamellunterton. Wassermelone, ja, aber, tja, wie soll ich sagen? Meine Zähne sind jetzt ganz stumpf. Es schmeckt gerade so an der Grenze von chemisch zu gut. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob das gut oder chemisch schmeckt. Chemisch ist nicht so gut. Also ich habe definitiv Wassermelone bessere getrunken. Ich habe aber auch schon total viel schlechtere. Also wenn ich da an die Action-Markt-Dinger denke, pff, ja. Es ist so ein Mittelding. Und daher will ich dem Getränk gar nicht böse sein. Wassermelone, ja, aber wie gesagt, das ist gerade so an der Grenze zum chemisch werdenden Geschmack. Also, es ist okay, aber irgendwo auch nett. Ich würde sagen, macht euch selber ein Bild davon, kauft das mal und probiert es aus. Schreibt mir, wie ihr das seht. Und vor allen Dingen schreibt mir mal, was ihr da riecht. Das könnt ihr mir mal schreiben, das wäre sehr interessant. Ich würde sagen, ja. Ja. Wohlgemeinte 3 von 5 möglichen Sternen. Es ist gerade so an der Grenze. So, es ist nicht gut, aber es ist auch nicht schlecht. Ich habe schon viel Besseres gehabt, Wassermelone. Ich habe auch schon viel Schlechteres gehabt. Den Energy merkst du raus, ja. Aber jetzt nicht so unbedingt, dass ich sagen würde, das würde mich wach halten. Bei der Gelegenheit, lasst mal ein Like da, lasst einen Kommentar da und vor allen Dingen lasst ein Abo da. Ne? Ja, also ich will noch ein bisschen ein paar Abos reinhauen. Ich würde sagen, ja, bis demnächst. Gute Fahrt, Jungs und Mädels und tschüss.